Eine englischsprachige Website hat einige Häuser aus der Sims-Reihe genommen und diese als echte Häuser mit einer 3D-Software nachgebastelt. Dieses interessante Projekt möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Na, kommt euch dieses Haus hier irgendwie bekannt vor? Richtig, es ist eines der Wohnhäuser aus Oasis Springs aus The Sims 4, in denen Don und Nina Caliente wohnen. Die englische Website Angie's List hat ebenfalls andere Häuser aus allen möglichen Sims-Teilen genommen und diese mit Hilfe eines 3D-Programms komplett echt nachgebaut, sodass man meinen könnte, die Grundstücke würden irgendwo auf der Welt wirklich herumstehen. In diesem Beispiel wurde das Haus von Don Lotario aus The Sims 2 in eine realistisch aussehende Variante verwandelt. Oder hier das Grundstück der Grusels aus dem ersten Sims-Teil. Ich finde die Idee erstklassig, auch wenn man viele der Objekte aus den Bildern ja auch aus dem Spiel kennt, ist es trotzdem ein verwirrendes und ungewohntes Bild, diese Häuser in einem so realistischen Look zu sehen. Auch dieses Haus hier aus The Sims 2 kommt vielleicht ein paar Spielern, die schon von Anfang an dabei sind, bekannt vor. Ich frage mich, ob irgendwann mal ein sehr reicher und verrückter Nerd versuchen wird, auch im echten Leben eines der Häuser aus dem Sims-Spiel nachzubauen und mit den passenden Objekten, welche es auch alle so im Spiel gibt, einzurichten. Andersherum werden im Spiel ja ebenfalls schon einige Gebäude aus dem echten Leben im Spiel nachgebaut. Ich muss zugeben, dass mich auch der Stil der Bilder sehr überzeugt hat. Mit einem realistischeren Stil wirken die Häuser einfach anders. Wie wäre es, wenn wir auch für The Sims 5 einen neuen realistischen Stil bekommen würden? Wie fandet ihr diese Idee und die umgestalteten Häuser? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.